Sätze aus der Heiligen Schrift sozusagen verbannt werden aus dem Beten der Kirche. Was ist das mit diesem Psalm? Dieser schwierige Vers entspricht zunächst einmal, das können wir vielleicht ein bisschen erklären, aber damit hat es gar nicht geholfen. Ich sage das gleich dazu. Es entspricht der damaligen brutalen Kriegspraxis. Man nimmt die Kinder und erschlägt sie auf diese grausame Weise. Wie kann ein solcher Text Heimat sein? Wie kann man an solchem Text beten lernen? Vorsicht, sagt Dovink. Der Psalter ist weder ein Handbuch der Moraltheologie, noch Ratgeber Literatur mit Benimm- und Anstandsregeln. Der Psalter lässt alles heraus, was im Menschen ist. Ich habe das ja auch schon oft gesagt. Also alles, was in uns ist. Insofern ist der Psalter sehr menschlich. Uns vielleicht manchmal zu menschlich. Aber so sind wir. Wer das nicht zugeben mag, lügt. Das sagt der Psalter auch. Alle Menschen. Wir sollten das mal an diesem Punkt ernst nehmen. Er lässt alles heraus, der Psalter, was im Menschen ist. Wut, Zorn, Furcht, Zittern, Seufzen, Sehnsucht, Vertrauen, Jubel, Entzücken. Der Psalter ist ein Buch gewaltiger Emotionen. Es wird nichts unterdrückt, was im Menschen tobt. Dass es in uns Zorn gibt über erlittenes Unrecht, maßloses Verlangen nach Gerechtigkeit, die Sehnsucht, eine böse Vergangenheit möge wieder gut gemacht werden. All das ist keine Frage. Die eigentliche Frage ist, was wir mit dem Zorn und der Bitterkeit machen, wenn sie in uns hochkommen. Und da gibt der am Psalm 137 sich anschließende Psalm 138 eine erstaunliche Antwort. Er hat die Überschrift, die wir natürlich in der Regel ja nicht sehen, die sehen wir dann auch im Text nicht. Dieser darauffolgende Psalm heißt von David. Wir sollen also diesen Psalm lesen, durchaus messianisch. Denn der Messias ist der Spross Davids. Das Stichwort, das beide Psalmen verbindet, ist das Singen. Hier sollen es erzwungene Lieder sein. Und im Psalm 138, wir sind die Übersetzung gewohnt, im Angesicht der Engel will ich dir nur singen. Man kann allerdings auch singen übersetzen. Ich will dich preisen aus ganzem Herzen. Angesichts der Götter Babylons will ich dir singen und spielen. Während der Psalm 137 noch sich einträgt und fragt, wie kann ich denn überhaupt in eine solche Gefangenschaft hier, während ich die Abwässerkanäle in Babylon sauber machen wollte, den ganzen Dreck und ganzen Schmodder, wie soll ich denn da Gott loben und singen? Und der ganze Zorn aufsteigt. Antwortet der nächste Psalm, ja, ich will preisen, ich will singen angesichts der Götter von Babylon, will ich dir singen. Ich will mich niederwerfen in Richtung deines heiligen Tempels und deinem Namen danken um deine Liebe und deiner Treue willen. Das heißt, der Psalm 138, der direkt auf 137 folgt mit diesem schwierigen Ende, ist so etwas wie eine Antithese zu dem, was wir vorher gesucht haben. Der Messias hat kein Problem, sogar im feindlichen Land angesichts der fremden Götter aus ganzem Herzen Zionslieder zu singen und zu beten. Und mit ihm haben auch die in der Gefangenschaft kein Problem. Sie singen ihre Lieder eben einfach in Richtung Jerusalem, in Richtung des Tempels, in Richtung des Zion. Die Geschichte geht weiter. Die Verhältnisse haben sich geändert. Auch das sagt der Psalm. Alle Könige der Erde werden dich preisen, wenn sie die Worte aus deinem Mund gehört haben. Sie werden singen auf den Wegen des Herrn. Ja, groß ist die Herrlichkeit des Herrn. Das ist noch nicht Gegenwart. Es ist Vision. Aber sie spricht eine ungeheuerliche Hoffnung aus und allein schon diese Hoffnung ändert alles. Sie schenkt die innere Freiheit, den Herrn auch im fremden Land zu preisen. Die Hoffnung auf Vergeltung an Babylon und seinen Kindern ist verstummt. Sie spielt gar keine Rolle. Das müssen wir uns anwenden. Dann
diese, wenn ich an so viele saudumme Postings denke, auch zum Thema Islam, ja, und dass wir jetzt vollkommen muslimisiert werden oder wie auch immer. Okay, dann sind wir im Land der Gefangenschaft. Und was bedeutet das? Mach den Mund auf und preist Gott. Der Psalm 138 gibt uns die Antwort dazu. Wir sollen nicht unsere Orgel an die Straße stellen und unsere Harfen an die nächsten Tannenbäume hängen und das Lob Gottes anderen überlassen. Wir sollen es selber tun. Die Rache, die wir vielleicht zunächst empfinden, wird dadurch umgewandelt. Sie spielt eigentlich keine Rolle. Plötzlich werden die Unterdrückten mit neuen Augen betrachtet. Auch für sie soll es Hoffnung geben. Wie töricht ein solches Gespräch der Psalmen untereinander zu zerstören, indem man einen Teil einfach weglässt. Oder, leider, leider Gottes, ich sage es immer wieder, wie der alte Cato bei seinem Reden im Senat, die Psalmen auch nur zu zerstören. Den Psalter zu zerstücken. Das neue Stundenbuch, die Liturgia Horarum, hat den Psalter komplett zerstückelt. Es wird eigentlich de facto kein Psalm mehr nach dem anderen gebeten. Das heißt, da wird in der alten Heimat des Psalters die gute Nachbarschaft aufgelöst, die dort immer bestand. Und es werden neue Nachbarschaften künstlich herbeigeführt. Solche, die gar nicht irgendwie zusammen wohnen sollen. Hier haben wir ein solches Gespräch. Es gibt ein sehr schön anderes Beispiel, eben ist das schon angeklungen, Psalm 23. Im Psalm 23, diesem vielleicht berühmtesten Psalm der Herrn, der wurde in der alten Kirche besonders dann gebetet, wenn die Neugetauften zur Eucharistie gingen. Der Herr ist mein Herr. Und dieser Psalm 23 ist mit einem anderen, längeren, auch wieder schwierigeren Psalm im Gespräch, nämlich seinem unmittelbaren Nachbarn, Psalm 22. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Sofort sagen heute unsere Religionsstrategen und Liturgiedesigner, der Herr ist mein Herr, ist schön. Der Psalm 22 ist ein genuiner Bestandteil des Betens dieser Nacht, weil man ihn eben Christus beten hört. Christus selber hat diesen Psalm gesprochen am Kreuz nach dem Zeugnis des Evangeliums. Und er ist verbunden mit dem nächsten Psalm 23. Der Hirte, auf den ich mich da verlassen kann, der Herr, von dem da als Hirte die Rede ist, der mir den Tisch bereitet, der mich durch das dunkle Tal führt, der mich zum Leben führt, an die Weide des ewigen Lebens, wie wir sagen. Und wie es der Psalm sagt, ist derjenige, der von Gott verlassen am Kreuz gestorben ist. Von dem man sich die Sachen aufgeteilt hat, an dem man alle Knochen zählen kann, das ist der Hirt, von dem im Psalm 23 ist. Und wir machen daraus, wenn wir ihn herausschneiden und sagen, das ist so schön, ich möchte eigentlich sonst gar keinen Psalm haben, wir machen daraus ein Stück Kitsch. Geschieht oft im Leben. Ein Psalm legt den anderen aus. Wir kommen damit zu etwas, ich will Sie nicht zu lange quälen damit, aber das spielt immer eine hintergründige Rolle. Wir kommen damit zu dem, was wir Hermeneutik der Psalmen nennen. Auf Deutsch, wie verstehe ich die Psalmen? Also unsere alte Grundfrage. Wie bete ich die? Wie kann ich die denn verstehen? Okay, ich akzeptiere das, das ist meine Heimat. Weil die Kirche sich da 2000 Jahre betet. Und das hat sie vom Judentum übernommen. Sie hat es von Jesus übernommen. Hier ist der Drehmann sehr unrecht, das lässt er einfach weg, weil es ihm nicht in den Kram passt, dass Jesus auch zusammen betet. Wie kann ich die verstehen? Wie mache ich sie zu meinem Gebet? Wie lese ich die? Darüber haben die Kirchenväter sehr, sehr viel und lange nachgedacht. Und ich finde es auch eine Krise der Auslegung, wenn wir heute nicht mehr darüber reden. Wir nennen das heute, es ist so ein bisschen ein Modewort geworden, eigentlich das, was die Väter immer schon gemacht haben. Gerade Origenes, wir werden nachher einen Satz hören von diesem großen Kirchenvater. Kanonische Exegese. Das heißt, wir verstehen
zunächst einmal etwa die Psalmen in ihrem Kontext. Wir haben gerade von der guten Nachbarschaft gesprochen. Eigentlich liegt ein Psalm den anderen aus. Wir müssen sie in dieser Nachbarschaft belassen. Und sie sind verbunden durch Stichworte, wie wir das eben sahen, Stichwort Singen. Und da beantworten sich viele Fragen, wenn man genau hinschaut. Psalm 22 ist mit Psalm 23 im Gespräch. Wir werfen sich sozusagen die Stichwörter, die Wände zu. Stattdessen ist man hingegangen, vor 50, 60 Jahren, oder die protestantische Seite schon etwas länger, und hat gesagt, das ist ein Ghetto, diese komische kirchliche Auslegung, wir müssen jeden Text für sich nehmen. Wir müssen ihn isolieren, wir müssen ihn untersuchen, wir müssen ihn skelettieren, wir müssen ihn tranchen, wie ein Hund oder irgendein Grab. Das Ergebnis können wir sehen. Verlust von Heimat. Trotz des unglaublichen Bemühens des letzten Konzils um die Heilige Schrift, eine Schriftvergessenheit, wie sie vielleicht noch nie gab, in unseren Breiten, eine Schriftvergessenheit. Wer liest denn wirklich die Bibel? Ich hoffe zumindest, dass die Protestanten das noch tun. Tun wir das? Haben wir das besser gelernt, die Bibel zu lesen? Ich bin sehr im Zweifel. Ich begegne dem kaum. Ich begegne immer nur großen Fragezeichen. Vor allen Dingen bei denen, die Theologie studieren, die durch dieses Branchieren und Skelettieren hindurchgegangen sind. Denen hat man die letzte Freude an der Heiligen Schrift ausgetrieben. Das gründlich. Es gibt inzwischen Einzelexemplare von Exegeten, die es auch anders machen. Aber der Mainstream ist immer noch so. Wenn man sich zwei Semester mit einem Vers des Römerbriefes beschäftigt hat und über jedes Jota Subskriptum in diesem griechischen Text Bescheid weiß, auch wenn es am Schluss eine Mücke war, die den Kodex geschissen hat, auf Deutsch gesagt, das ist gar kein Jota Subskriptum, dann ist man bedient für den Rest seines Lebens. Man wird den Römerbrief nie mehr lesen. Verständlich, oder? Dann hat man eben aus allem ein altes, antikes Zeugnis gemacht, das im Grunde genommen sprachlos geworden ist. Man hat die Seele herausgebracht. Deshalb ist es gut und immer sinnvoll, auf den Vätern zuzuhören. Die sind nämlich ehrlich, aber sie suchen, wenn sie eine Schwierigkeit erkannt haben, eine vernünftige Lösung, etwa Origenes. Lasst uns, die wir mit der Auslegung der Psalmen beginnen wollen, ein geistreiches Wort voranstellen. Aha. Das hat er nicht von sich her. Das kann man von den Vätern lernen. Dass uns von einem Hebräer über die Heilige Schrift insgesamt überliefert wurde. Also Origenes, christlicher Kirchenvater, nicht ganz unumstritten. Sehr wichtig für das Mönchtum. Zitiert hier ein jüdisches Wort, das er gehört hat. Dieser Hebräer sagte, die gesamte von Gott inspirierte Schrift gleiche wegen der Dunkelheit in ihr zahlreichen in einem einzigen Haus verschlossenen Räumen. Also, auch damals gab es offenbar schon Schwierigkeiten, die Schrift zu verstehen, sie zu lesen. Wie soll man das verstehen, wenn man denn wirklich anfängt, wenn man sich überwunden hat, wirklich mal die Bibel zu lesen? Wegen ihrer Dunkelheit gleicht sie einem einzigen Haus mit verschlossenen Räumen. Neben einem jeden Raum liege jedoch ein ihm nicht entsprechender Schlüssel. Und so seien die Schlüssel über die Räume verstreut. Sie passten nicht zu den Räumen, bei denen sie liegen. Es sei eine gewaltige Arbeit, die Schlüssel zu finden und sie den Räumen, die sie zu öffnen vermögen, zuzuordnen. Auch die heiligen Schriften, die dunkel sind, erlangten von nirgendwo anders her den Ansatz für ihre Erkenntnis als wechselseitig voneinander. Also ich finde, zu einem ganz Buch Leviticus mit all seinen Namen, das ist nun wirklich, wenn man das liest, zunächst mal nichts als trocken, gesetzliche Bestimmungen. So fremd, das haben wir doch mit dem Tempel zu tun, mit Tieropfern, was weiß ich, mit welcher Regel. Wo ist der Schlüssel? Vielleicht finde ich den Schlüssel dazu erst im Hebräerbrief. Im Neuen Testament.
Zunächst ist dieser Raum ganz dunkel, aber der Schlüssel ist woanders verborgen. Das heißt, ich muss auch, wie wir das eben im Psalter sahen, so sagt Origenes, die unterschiedlichen Schriften miteinander ins Gespräch bringen. Und einen sehr klaren Schlüssel nennt der Kirchenvater Hilarius von Poitiers. Man darf nicht daran zweifeln, dass das, was in dem Psalm gesagt wird, gemäß der Verkündigung des Evangeliums zu verstehen ist. Sodass irgendwelche Personen im Geist der Prophezeiung von Christus her, von seiner Leibwährung, seines Leidens und von seinem Reich her auf die Herrlichkeit und die Kraft unserer Auferstehung, auf das alles zu beziehen ist. Es sind allerdings Prophezeiungen im weltlichen Sinn verborgen bleiben. Für jede Art von prophetischen Schriften gilt, dass ihre Bedeutung und Erkenntnis für verschlossen und versiegelt zu halten ist, solange sie nicht auf die Ankunft des Herrn hin, der aus einer Jungfrau als Mensch geboren werden soll, verstanden und anerkannt wird. Also, Hilarius bemüht sich zu sagen, das ist ein Bezugspunkt der Psalmen. Vom Evangelium her, im Evangelium den Schlüssel zu finden, um die Psalmen aufzuschließen. Eben, Lofink hat uns das deutlich gemacht mit der Überschrift des Psalms, einem Psalm Davids. Damit hat er eine messianische Verwandlung. Im Licht des Messias lesen und beten wir Psalm 138 und finden in diesem Beten die Antwort auf die Schwierigkeiten in Psalm 137 und dieser schwierigen, wutgeladenen Aussage. Die Väter gehen so voran, etwa Ambrosius von Mailand. Was soll ich indes über die Vorzüglichkeit der Prophezeiung sagen? Was andere mit Rätseln ankündigten, scheint ihm allein offen und unverhüllt verheißen worden zu sein, dass nämlich der Herr Jesus aus seinem Samen geboren werden sollte, wie der Herr zu ihm sagte, von der Frucht deines Leibes werde ich jemand auf deinen Thron setzen. Psalm 132. Dienstag. In dem Psalmen wird Jesus nicht nur für uns geboren, sondern nimmt er auch jenes Leiden seines Leibes auf sich, ruht, steht auf, steigt zum Himmel auf, sitzt zur Rechten des Vaters. Was niemand von den Menschen zu sagen sich herausgenommen hat, das hat allein dieser Prophet angesagt. Später der Herr selber im Evangelium verkündet. Der Psalter als Prophet, da er auch in der Autorenschaft in einem geistlichen Verständnis, nicht in einem göttlichen Verständnis, David als Urheber der Psalter. Dann ist allerdings die Erklärung von Ambrosius, auch wenn es jetzt ein winziger Umweg ist, die ist so schön, das wollen wir noch ein bisschen weiterlesen. Ambrosius sagt nämlich Folgendes. Der Apostel befiehlt den Frauen in der Kirche zu schweigen. Trefflich sind sie indes die Psalmen. Der Psalter ist für jedes Alter lieblich, für beide Geschlechter geeignet. Kreise singen ihn und legen die Steifheit des Kreisalters ab. Traurige Alte respondieren in der Fröhlichkeit ihres Herzens. Junge Männer singen ihn, ohne dass man ihnen Ausschweifung unterstellt. Jünglinge stimmen ein, ohne Gefahr für ihr unsicheres Alter und ohne die Versuchung zur Wollust. Selbst junge Frauen singen im Psalter, ohne Scham, für die einer Ehefrau gut anstehende Schamhaftigkeit. Kleine Mädchen singen Gott ihr Loblied mit dem lieblichen Rhythmus ihrer Stimme, ohne gegen die Scham zu verstoßen. In nüchterner Bedächtigkeit. Die Knaben verlangen nach dem Psalter. Die Kinder, die sich weigern, anderes zu lernen, haben ihre Freude darin, Sinn zu üben. Die Psalmen sind eine Lernschule mit größerem Erfolg, als wenn ein Fach mit allem Ernst gelehrt wird. Welche Mühe kostet es doch in der Kirche, dass Stillschweigen herrscht, wenn die Lesungen vorgetragen werden, wenn einer vorliest, stören alle anderen. Wenn dagegen ein Psalm vorgetragen wird, dann schafft er sich selbst Stillschweigen. Alle sprechen und keiner stört. Könige lassen einen Psalm erschallen, ohne den Hochmut der Macht. Freudig trat in diesem Amt David auf. Der Psalm wird von Kaisern gesungen, er wird von den Völkern gejubelt, alle wetteifern zu singen, was alle nutzt. Der Psalm wird zu Hause gesungen, er wird draußen meditiert, ohne Mühe wird er aufgenommen, mit
Psalm verbindet die Entzweiten, er gesellt die Zwieträchtigen zusammen, er verwöhnt die Verletzten. Denn wer vergibt dem nicht, mit dem er eine einzige Stimme zu Gott erhebt? Ein großes Band der Einheit ist es ganz und gar, dass das ganze zahlreiche Volk in einem einzigen Chor zusammenlebt. Die Saiten einer Zither sind verschieden, doch es ist ein einziger Gleichklang. Die Finger des Künstlers vertun sich oft in den nur wenigen Saiten. Doch der Künstler, Heiliger Geist, kann sich im Volk nicht vertun. Der Psalm ist der Proviant für den nächtlichen Gottesdienst. Er ist der Lohn für die Ruhe am Tag. Er ist Unterricht für die Anfänger und Festigung für die Vollkommenen. Er ist Engelsdienst, himmlischer Kriegsdienst und er ist geistlicher Opfergabe. Selbst Felssteine antworten auf einem Psalm. Man singt einen Psalm und selbst steinerne Herzen lassen sich erreichen. Also vor allen Dingen die Anspielung auf die verschiedenen Altersgruppen sind doch wirklich bedenkenswert. Wahrscheinlich sollten wir solche Inschriften wie im Chorgestühl anbringen, als wir öfter daran denken, was Ambrosius über den Psalter sagt. Nahezu, so Athanasius von Alexandrien, nahezu jeder Psalm enthält die Botschaft der Propheten. Das heißt über die Ankunft des Heilandes, dass Gott kommen wird. Und so geht er den ganzen Psalm.